Hi Leute, willkommen zum neuen Video. Diesmal habe ich etwas für Sportbegeisterte. Das sind so Kinesiologie-Tipps für Handgelenk und Kniegelenk. Also ich habe nämlich durch einen Autounfall Probleme mit meinen Knien. Und wenn ich da trainiere, muss ich entweder so Knieschützer bzw. so Kniestützen nutzen oder eben solche Tapes. Und ich möchte mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Also das ist für Sport. Und da sind solche Tapes dabei. Die kann man bis zu einer Woche drauf haben, also am Kniegelenk oder eben am Handgelenk. Und ja, einfach hinten den Klebestreifen abziehen und dann kann man das überall eben draufkleben. Und das ist als kleine Stütze gedacht, damit man da eben ohne Schmerzen trainieren kann. Also heute einmal in diesem Video nichts Technisches, sondern eher etwas für Sport und Freizeit zum Trainieren. Also wer das noch nicht kennt und ebenfalls ja, Probleme beim Trainieren hat, also zum Beispiel beim Handeltraining, können die Handgelenke wehtun. Da sind solche Tapes auf jeden Fall sehr gut geeignet, als wirken unterstützend für das Handgelenk und damit spart man sich die Schmerzen beim Trainieren. Aber wenn man zum Beispiel Rückenverletzung hat oder Probleme mit dem Rücken, dann kann man das hinten auch auf dem Rücken als Rückenstütze zum Beispiel aufkleben. Und ja, das sind eben solche Tapes in verschiedenen Farben. Zweimal blau sind in dieser Packung, zweimal rosa und dann viermal schwarz. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist einfach als Stütze. Zum Beispiel, ich werde das Ganze beim Kniegelenk nutzen und da tue ich das hier vorne bei der Kniescheibe bzw. seitlich der Kniescheibe drauf und das wirkt dann wirklich unterstützend. Also wer zum Beispiel laufen geht oder so ähnlich, der wird solche Tapes auf jeden Fall kennen. Die werden auch beim Fußball oder bei anderen Sportarten verwendet und kosten wenige Euro, glaube ich 2 Euro habe ich für dieses Päckchen bezahlt und da sind 8 Tapes drin und ja, bis zu einer Woche kann man das Ganze drauf lassen. Ich werde mal das Ganze vorlesen. Also ist vorgeschnitten, gibt es für verschiedene Bereiche. Die sind jetzt speziell für Hand- und Kniegelenk, kann man aber auch woanders nutzen, also zum Beispiel im Halsbereich oder an der Wirbelsäule, aber speziell zugeschnitten für Knie- und Handgelenk. Für Rücken gibt es das Ganze, dann für Füße, dann Schulter bzw. Nackenbereich. Also da sind auch verschiedene Längen und da kann man eben solche Tapes kaufen. Verstärkt das Stabilitäts- und Bewegungsgefühl, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, optimal abgerundete Form für eine effektive Anwendung. Die Dehnqualität, also das dehnt sich bis zu 130-140% aus, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Die Tragedauer sind bis zu 7 Tagen. Trägermaterial aus 90% Baumwolle und 10% Elastan. Das Ganze ist latexfrei und wie gesagt, hier sind 8 Stück drin und ja, wer halbwegs professionell Sport betreibt, wird das natürlich kennen, solche Tapes. Und die, die das nicht kennen und Schmerzen beim verschiedenen Sportarten oder beim Trainieren haben, die sollten ebenfalls einmal solche Tapes ausprobieren. Die sind wirklich nützlich und ich wollte das Ganze einmal in einem Video vorstellen, weil es eben wirklich tolles, praktisches Zubehör für
das Training ist. So, ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen, war einmal nichts Technisches, sondern wieder etwas für Sport und Freizeit und muss auch einmal sein auf einem Unboxing-Kanal. Und über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich freuen und sonst sehen wir uns noch im nächsten Video.